Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der amerikanischen Kampagne noch unterwegs. Und genau, hatten uns hier auf der Insel Guadalcanal. Oh, da sind Schiffe. Auf der Insel Guadalcanal durchgekämpft, hier durch die ganzen Wälder. Und genau, haben uns hier die verschiedenen Stützpunkte erobert. Und wir sollen jetzt quasi hier oben Florida Island zurückholen. Würde ich doch sagen, machen wir das einfach mal. Die Flieger, die kreuzen jetzt hier rum. Das ist in Ordnung, weil ich muss jetzt gleich direkt mal mein letztes Transportschiff hier wegholen. Und können wir hier keine neuen Schiffe bauen oder so? Das wäre heftig. Mit Volldampf. Genau, zeigt es ihnen. Weil, wenn dieses Schiff hier kaputt geht, Freunde, ist diese Mission komischerweise verloren. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt so. Und genau, wir haben hier unsere P-38-Flugzeuge. Und, genau, die dienen quasi so als Luftunterstützung hier. So, Freunde, dann würde ich sagen, sammeln wir uns doch mal. Am besten hier vorne mit dem Schiff. Mit Volldampf. Ganz genau, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Empire Earth. Ein Projekt, was nach wie vor sehr gut ankommt bei euch, finde ich super. Das hat es auch verdient, tatsächlich, weil auch diese neue Kampagne und alles. Genau, das hat es verdient. Ist halt einfach ein geniales Spiel, muss ich sagen. So. Dann hoffe ich jetzt natürlich, wenn wir jetzt hier übersetzen, dass dann da das Schiff nicht wieder ankommt, ne? Und dann den Transporter hier zerstört. Und ja, Freunde, an diesem Montagmittag tatsächlich, ja, 29. November, ich nehme das Ganze ein wenig später auf, weil ich ja, wie ihr wisst, Urlaub habe. Und, genau, da gehe ich das alles mal ein bisschen entspannter an hier. Ja, mit ein bisschen weniger Arbeitsstress vor allem. So, dann kommt ihr mal bitte hier hoch. Und macht mal hier diese Bunker platt. So, ein paar muss ich nämlich noch hier unten lassen, tatsächlich, als Leibwache für die Schiffe. Zeigt es ihnen. Jawohl, Sir. So, dann macht ihr mal bitte diese Bunker hier kaputt, ja? Schön draufballern. Damit wir hier gleich auch schön landen können mit unseren Infanterietruppen. Es dauert mir ein bisschen zu lange, weil ich guckt euch das mal. Ah, die kann ich doch verbessern hier. Genau, dann damit die mal ein bisschen länger fliegen können, vor allem. Die schießen ja gar nicht da drauf. Was ist denn da los? Sag mal, dann fliegt mal so und macht das mal so hier. Kommt. Und babam, 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 babam. Ach, die muss man so steuern. Ah, okay. Damit die schön draufballert hier. Und weiter geht's. Und zack. Und das muss gehen. Ja, sehr schön. Der Bunker ist weg, Freunde. Wunderbar. Dann können die noch ein bisschen ihr Sprit verballern. Und genau. Nein, 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 da sind wieder diese blöden Schiffe. Ja, toll. Scheiße. Och, was ist das denn? Verdammt nochmal. Das genau das, diese Drecksschiffe da. Ja gut, okay. Wir haben ja nicht viel Zeit verloren, muss ich sagen. Wir haben ja nichts verloren. Wir müssen einfach nur jetzt diese Drecksschiffe hier mal wegkriegen, ne? Genau die. Diese Drecksschiffe da. Ach, wartet mal, jetzt ist mir gerade. Okay. Genau, diese Drecksschiffe. Mach die mal platt jetzt hier. So, ich nehme jetzt 4 Flugzeuge mal mit und mach die jetzt direkt kaputt. So.
Bisschen schneller könnt ihr noch sein. Bam, bam, badabam, badabam, bam, 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 bam. So, wo sind denn jetzt die Schiffe hier? Wo versteckt ihr euch? Da sind sie. So, platt machen. Kaputt machen, los, Kaiserreich Japan. Und bam, und weg damit. Sehr schön. Und schön draufballern. Und direkt hier weiterfliegen und dann direkt dieses Schiff hier platt machen, diese Dreadnought. Das hält ein bisschen mehr aus. Aber das kriegen wir hin, damit wir gleich in Ruhe übersetzen können, tatsächlich. Und jawohl, das ist weg. Wunderbar hier. So. Dann fliegt man nochmal ein bisschen rum hier. Bisschen Karte erkunden. Und ihr? Habt fast keinen Sprit mehr, ne? Haha, witzig. Aber ihr könnt trotzdem mal wieder diesen Bunker hier platt machen. So. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Das Empire Earth Let's Play. Und mit Volldampf. Oh Mann. Und genau, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. So, dann könnt ihr mal bitte hier wieder unsere Master-Taktik machen hier. Genau, einmal so und dann drüber fliegen. Und dann wieder jetzt wieder hier drauf ballern. Und kabam. Wunderbar. So, und der geht noch kaputt. Sehr schön. Sehr schön, ja. Alles klar. Dann haben wir doch schon wieder den gleichen Fortschritt wie beim letzten Mal. Und, genau. Wie beim letzten Mal. Was für wie beim letzten Mal? Ich meine natürlich wie eben. Und genau, ich sammle mal wieder die Flieger. Oder wartet mal. Ach Quatsch, jetzt kann ich die ja auch hier oben hinschicken, ne? Jetzt kann ich die auch da oben hinschicken. Weil jetzt haben wir ja hier keine Schiffe mehr, die mich hier immer nerven. Ja, das ist halt so. Wartet mal, können die vielleicht... Die beiden. Könnt ihr vielleicht... Nee, ihr könnt keine Einheiten aufheilen, ne? Ihr könnt nur Stacheldraht bauen? Was soll das denn? Dann seid ihr ja völlig nutzlos. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, bevor wir da übersetzen, speichere ich das Ding nochmal. Dass die Schiffe jetzt kaputt sind und dann würde ich sagen, jo, mit Volldampf nach da oben. Los geht's, Freunde, zeigt es ihnen, jawoll. Mit Volldampf. Und, ja. Da bin ich mal gespannt, wie uns das jetzt hier gelingt. An diesem relativ grauen Montagmittag, muss ich tatsächlich sagen. Also leider, leider ist das jetzt hier... Leider, leider ist zurzeit richtig graues Wetter draußen. Aber, ja, das soll uns nicht weiter aufhalten. Gut, die machen die Bunker hier platt, ne? Genau, ihr macht bitte alles auf die Bunker. So. Brabrabram. So. Damit wir hier in Ruhe landen können. Und ja. Genau, babam. Jawohl, Freunde. Mit Volldampf. Ganz genau. Und die machen den hier noch kaputt. Wunderbar. Sehr gut macht ihr das. Deine Bambusmauer da oben, ey. So, ja, dann könnt ihr hier alles... Wir haben den feindlichen Stützpunkt erobert. Jawohl. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Endlich. Eine freundliche Insel mit einem sicheren Hafen. Und auf der anderen Seite der Meerenge ein Flugplatz auf Guadalcanal. Wir haben einen hohen Preis für den ersten Schritt gezahlt, aber es ist wirklich ein großer Schritt. Danach wird uns noch viele Inseln wie diese geben, aber diese hier wird wahrscheinlich die wichtigste. Sind wahrscheinlich die wichtigsten. Endlich haben die alliierten Streitkräfte... Ja. Wir nennen diesen Stützpunkt Henderson Field zu Ehren von Major Lofton Henderson, der in der Schlacht um Midway mutig gekämpft hat und gefallen ist. Sehr ehrenwert. Ja, das scheint es schon gewesen zu sein, tatsächlich, oder? Die Flieger starten wieder. Haben wir es jetzt? Ach Gott, wir haben es schon. Ach krass. Okay.
Hätte ich das gewusst beim letzten Mal. Naja, gut. Egal, was ist denn hier noch? Ach, da sind noch diese... diese MG-Nester. Die, wie ihr sagt, keine Bunker sind tatsächlich. Aber die haben mich halt nur an den Effekt erinnert. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir diese Mission. Bam, bam, bam. Und, genau, jetzt stürzt das Spiel nicht ab. Nee. Okay. Mit Zähnen und Klauen ist die dritte Mission, Freunde. Das Spiel ist gerade am Mittelpass. Da würde ich sagen, hören wir uns das einfach mal an. Es ist uns bewusst, dass die von unserem Land betriebene Politik Europa zuerst erhebliche Auswirkungen auf den Kriegsschauplatz im Pazifik hat. Menschen und Material sind teuer und wir müssen mit unseren Mitteln haushalten. Da wir im Pazifik nicht stark genug sind, um jede von den Japanern gehaltene Stellung zurückzuerobern, haben wir eine Strategie des Inselspringens entwickelt, bei der nur einige Ziele zurückerobert werden. Anstatt uns in langwierigen Inselbelagerungen zu verzetteln, besteht unser Plan nun darin, einfach einige japanische Stellungen zu überspringen. Auf diese Art können Truppen und Ressourcen dazu eingesetzt werden, mehr strategische Ziele zu erobern. Das wird schließlich zur Isolierung der restlichen japanischen Stützpunkte führen, die dann verdursten werden. Die dritte Flotte kann dann einen Vorstoß durch die Philippinen unternehmen und die Japaner in ihr eigenes Territorium zurückzwingen. Oh, Freunde, es geht in den Pazifik. Und auf die Philippinen, das Heimatland von meiner Frau. Und ja, Freunde, wir müssen hier wohl einfach diese Inseln hier erobern. Im Pazifik. Und ja, alles nach und nach scheinbar. Klingt einfach. Gucken wir mal, ob es wirklich so einfach ist. Alles klar, dann... hören wir uns mal die Cutscene an hier. So. 15. Mai 1943, 8 Uhr. Stonehenge. Oh, ich sehe Bombentürme. Irgendwo auf den Salomon-Inseln. Ziemlich gebirgig das Ganze hier, oh mein Gott. Hey. Ja. Oh, es gibt ja keine Cutscene. Okay. Bogenlampe. Okay. Eliminieren Sie alle feindlichen Einheiten und Gebäude auf einer Insel, um sie zu erobern. Achten Sie auf Zerstörer und U-Boot-Patrouillen. Ach du Scheiße, die zwischen den Inseln lauern. Oh Gott. Ah, hier haben wir unsere Einheiten tatsächlich. Jawohl, wir haben unsere Streitkräfte. Hey, guck mal hier, hier sind Straßenlaternen. Bogenlampen. Cool. Und ja, Freunde, wir haben hier einiges an Bürgern. Ja, ihr könnt uns helfen. So. 5 dahin, 5 dahin und 3 hierhin. Beziehungsweise 3 zum Holz erstmal. Steine brauchen wir erstmal tatsächlich nicht. Denke ich mal. Und ja, dann bin ich mal gespannt, jetzt wie uns das jetzt hier gelingt. Was zur... Alle Mann bereit. Catalina-Flugzeuge. Ist das ein Bomber? Catalina-Flugzeug. Ja, das ist... das sieht mir nach einem Bomber aus, ja, weil er, Flächenschaden macht tatsächlich der Flieger hier. Cool. Okay, Freunde, dann. Aber Schiffe können wir hier tatsächlich nicht bauen, oder? Ne, wir können Catalina-Flugzeuge bauen. Gold und Eisen. Hört sich mir tatsächlich auch nach einem Bomber an. Und ja, Freunde, die Schlacht im Pazifik ist tatsächlich von den Amerikanern... hat die da, glaube ich, so ihre Probleme, so Bereich Indonesien, Philippinen und so. Und, ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Er hat schon keinen Sprit mehr. Bauen wir einfach ein paar. Und, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt das jetzt hier hinkriegen. Am besten können wir halt erstmal hier unten anlegen, glaube ich. Soll ich immer mit allen Einheiten drauf gehen oder nur mit zweien erstmal? Mit Volldampf! So.
Ich weiß es halt nicht, ne, wie viel die hier hat, wie viel die da haben. Oh! Kaiserreich Japan. Ach du Scheiße. Ja, das ist... Ach du heilige Kacke. Ach du heilige Kacke. Das ist ja schon ganz schön heftig, muss ich sagen. Heftig viel, muss ich sagen, ja. Aber wir haben einen Heiler dabei. Ach du Scheiße. Mach mal diese... Mach die alle kaputt. Los. Oh Mann. Und was macht der hier? Ihr könnt nichts machen. Warum könnt ihr nichts machen? Ah, Kabem hier. So. Da haben wir jetzt unsere ganzen Einheiten tatsächlich abgeladen. Und, das sind Aufklärungsflieger, glaube ich. Oder? Wenn ihr mehr wisst, dann sagt's mir bitte, was die Catalina-Flugzeuge nochmal waren. Wir haben tatsächlich einen Arzt dabei, das ist sehr schön, muss ich sagen. Können wir Einheiten nachbauen? Nein, können wir nicht. Doch, wir können! Haha, doch, wir können. Okay, ja, dann bau halt mal... Fünfmal davon. Fünfmal davon. Einmal davon. Okay, Freunde. Ja. Dann könnt ihr mal ein bisschen erkunden, tatsächlich. Aber warum gibt's denn hier... Boah, wie die sich anhören. Ja, wir können tatsächlich damit erkunden, aber nicht angreifen scheinbar. Okay. Ja gut, aber... Schlacht im Pazifik. Ich glaube, das könnte nochmal eng werden. So. Die Ärztin hat einen guten Job geleistet hier. Flammenwerfer haben wir. Ach, wie geil. Die Mörser, ja, die brauche ich. Brauchen wir. Weil die haben eine bessere Range als die Türme. So, dann mach den mal kaputt da oben. Und ja, dann führen wir mal weiter Krieg hier. Bäm. Wunderbar, die machen sogar relativ hohen Schaden, muss ich sagen. Finde ich gut. Und ja, die bauen hier weiter. Das finde ich gut. Alles klar. Gibt es hier noch weitere Mörser vielleicht? Die haben nur 6 Reichweite. Maschinengewehr haben auch 6. Die Scharfschützen. Die Heckenschützen. Genau, die nehme ich mal mit, Freunde. Die sind aber lahm. Und dann könnt ihr mal helfen hier. So. Das war's. Wunderbar. Und ja, dann erobern wir uns mal diese Insel hier. An diesem, wie gesagt, grauen Montag. Oh, das geht aber schnell kaputt. Piu, piu. So, KBM. Und weg damit. Sehr gut. Weg mit der Kaserne. Ja gut, die erste Insel, die ging ja jetzt noch, muss ich sagen, oder? Boah, schaut euch mal diese Krater an hier. Richtig krass. Und ja, dann hier nochmal schön die Reichweite ausnutzen. Sehr gut. Was? Was? Nein! Nein, 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 nein. Oh, warum stellt ihr euch denn in die Reichweite? Warum stellt ihr euch in die Reichweite? Ihr habt doch eine viel größere Reichweite als der Turm. So, alles klar. Dann haben wir ja auch gleich die erste Insel erobert. Sehr nice. Oder? Ja, diese Insel wurde gesichert. Sehr schön. Alles klar. Bauen Sie Marinewerften auf eroberte Inseln, um Catalinas zu produzieren. Sie können mit Catalinas feindliche Patrouillen aufspüren und neue Inseln lokalisieren. Catalinas können auch benutzt werden, um U-Boote zu versenken. Gut, dass wir da aufgeklärt werden. Alles klar. Dann ist jetzt die Frage, kann ich Bürger bauen, wenn ich da 5 Bürger rein tue? Funktioniert das? Kann ich ihnen helfen? Ja, du kannst uns gleich helfen. Können wir Bürger... Geht nicht. Okay, verdammt. Alles klar, dann brauche ich halt 2, einen vom Eisen kommt.
Ja, und einen vom Gold am besten. Damit das möglichst gleichmäßig ist und... Oh. Können wir hier? Ne, Nahrung können wir keine bauen. Nahrung können wir keine produzieren. Oh. Was ist das denn? Kisten. Das sind Kisten, aber was denn für Kisten? Sagt mal. Könnt ihr da irgendwas machen? Hä? Warum bewegt... Hä? Was ist denn jetzt los? Ich wollte sagen, hä? Okay. Jawohl, Sir. Gut, wir können... Ah, wir könnten doch ein paar Tauben könnten wir erledigen. Eine Taube. Ah, beziehungsweise ein... Ah, ein Huhn. Okay, ein Huhn also. Aber ich glaube... So, wir sollen... Ah! Wir können Transporter nachbauen, okay. Mit Volldampf. Genau, zeigt es ihnen. Das finde ich cool, dass diese Catalinas einfach in den Hafen reingehen. Ja, okay. Aber ich würde sagen, den Hafen, den baue ich mal hier unten hin. Weil das ist mir zu unsicher hier oben. Oder? Oder? Zeigt es ihnen. Baut den mal hier hin. Und ja. Machen wir das doch einfach mal. Was ist mit meiner Lance los? Ja, ich bin relativ entspannt mittlerweile, muss ich sagen. Also, der Urlaub, der hilft mir schon. Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen an meiner Spielweise. Bisschen entspannter. So, Freunde, dann baut ihr mal bitte hier eine Marinewerft. War es eine Marinewerft? Ja, eine Marinewerft. So, zack. Und dann am besten gleich direkt die Flugzeuge. Weil die können ja auch mal nach da oben gehen, ne? Genau, dann können wir hier unsere Catalinas bauen. Ach, die Bürger, die kann ich eigentlich hier lassen, oder? Ja, die kann ich eigentlich hier lassen. So, dann bauen wir ein paar Catalina-Flugzeuge hier. So, dann hole ich mal meine ganzen Einheiten nochmal rüber. Die neuen, die wir hier produziert haben. So, und ihr könnt bitte die Karte mal erkunden. Ganz genau, Freunde. Dafür sind die Catalina-Flugzeuge da. Tatsächlich, um Karte zu erkunden und um U-Boote zu versenken. Vielen Dank für die Informationen. Sehr schön, ja. Die erkunden jetzt ja schön die Karte hier für uns. Da ist eine neue Insel. Okay. Karte ist so mittelgroß, muss ich sagen. Also zum Glück nicht zu groß. So, das sind 11. Ja, das passt. Kommt. Jawohl, Sir. Ah, guck mal da oben. Hier ist noch eine japanische Stellung. Okay. Was ist... Ach, verdammt. Die müssen schon wieder zurückfliegen, oh Mann. Na ja, gut, okay, aber immerhin haben wir die Karte mal ein bisschen erkundet. Warum denn nicht? So, und ihr könntet eigentlich auch mal erkunden, aber ihr seid schon wieder leer, ne? Gut, Freunde. Das sind also quasi Anti-U-Boot-Flugzeuge. Finde ich gut, dass wir die bauen können. Und... Genau, das heißt, ihr seid dann unsere Verstärkungstruppen. Wer ist verletzt? Toller Spruch. Ist genau wie Zeit zum Sterben. Mit Volldampf, genau. Gut. Dann könnt ihr alle mal auf diesen Transporter. Jedenfalls euch in die Transporter ja, einmal reinpacken. Mit Volldampf. Genau, dann haben wir eigentlich auch schon wieder fast die Kapazitätsgrenze erreicht von den Transportern. Ganz genau. Mit Volldampf hier los. Da ist ein U-Boot. Versenkt das. Los. Da ist ein U-Boot. Ich hab's doch gesehen. Hä? Da ist das U-Boot. So, und versenken. Ja, oh,
Gar nicht mal schlecht, die Bomber, ja. Oh, da ist ein Hurricane. Oh, ein Schiff. Wie soll man das denn platt machen? Ich meine, das können wir ja gar nicht mit denen angreifen, oder? Da ist ein Hurricane. Oh, Fregatte. Na gut, okay. Ach, das ist ein Taifun dann wahrscheinlich, ne? In dem Pazifikbereich gibt es ja Taifune. Na, deswegen. So, der hat keinen Sprit mehr. Hier ist auch noch eine Insel hier unten. Okay. Mit einem Bunker tatsächlich. Ja, das ist jetzt tatsächlich ein richtiger Bunker, Freunde. Und jo, dann würde ich mal sagen, ist die Folge allerdings voll. Würde ich einfach mal sagen, jo, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, jetzt zieht gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat mit mir zu quatschen, kommt gerne auf meinen Discord-Server, der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss. Okay.